Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gebe ich euch eine ganz wichtige Lektion und die habe ich hier eigentlich so ziemlich noch nie auf YouTube gesehen. Die ist vor allem ganz wichtig für alle da draußen, die effizienter mit ihrem Körper arbeiten wollen. An die da draußen, die mehr Kraft generieren wollen, denn ja, dieser Tipp mündet auch darin, dass ihr mit mehr Kraft bald, vor allem Stück für Stück und langjährig, eure Übungen bewältigen könnt und dadurch natürlich auch mehr Kraft aufbaut. Und das kann natürlich auch darin münden, dass ihr mehr Körper aufbaut, Masse aufbaut und so weiter, aber vor allem auch gesünder trainiert. Das heißt, ihr könnt länger trainieren, ihr kriegt keine großen Probleme, vor allem in den Handgelenken und auch in den Ellbogengelenken. Und da seht ihr ja, dass das fast alle, die ein paar Jahre am Eisen sind, schon als Problem haben. Erst recht die, die über 10 Jahre daran sind, seht ihr auch immer die Profi-Bodybuilder und die, die lang dabei sind, dass sie ihre Schoner überall dabei haben und so weiter. Klar, ihr wollt mit Gewichten handeln. Ihr wollt Masse aufbauen, ihr wollt aber auch kräftig werden, wollen die meisten von euch. Und ihr wollt auch die wirklich starken Gewichte benutzen, die freien Gewichte benutzen und so weiter. Das könnt ihr auch alles machen, aber gewusst wie. Und oft ist es so eine Art Symbiose mit eurem Körper, die ihr eingehen müsst. Keine Sorge. Es wird jetzt hier kein spiritueller Quatsch oder so etwas, sondern ganz anatomisch korrekte Informationen. Und zwar geht es heute um die Handgelenkstellung. Alles geht um die Handgelenkstellung. Mag man sich fragen, was hat das denn damit zu tun? Aber es ist natürlich eine Kraftübersetzung. Ihr könnt nur schwerlich Kraft übersetzen, wenn ihr komplett verdreht seid. Das seht ihr immer dann, wenn ihr natürlich auch in irgendeinem Hebel mal irgendetwas bewegen sollt. Versucht mal, aus einem sehr verdrehten Handgelenk irgendwo mehr Kraft zu generieren oder aus einem Handgelenk, das genau so ist, dass es sich auch komfortabel anfühlt. Wie finden wir heraus, was unsere optimale Handgelenkstellung ist? Denn die ist bei uns allen unterschiedlich. Ihr kennt das vor allem an dem besten Beispiel bei Bizeps-Curls. Langhantel-Curls können die einen machen und die anderen gar nicht. Manche können es eine Zeit lang machen, aber merken dann ganz schnell, dass sie Probleme mit den Handgelenken bekommen und diese unheimlich schmerzen. Und zwar, weil die Stange nun einmal gerade ist und wir die Handgelenke dafür komplett nach außen drehen müssen. Heißt, in die Supination gehen müssen. Supination, Handgelenk dreht sich so weit rum, dass die Handfläche nach oben schaut. Und das ist nicht mehr die natürliche Stellung, denn so lauft ihr auch nicht durch die Gegend, oder? Und deswegen merkt man, da ist schon eine schlechtere Kraftübersetzung. Und das alles geht über ein verdrehtes Handgelenk jetzt. Ich bin da sehr empfindlich, andere sind es weniger. Ich könnte niemals auf Dauer Langhantel-Curls machen, wahrscheinlich nicht einmal. Und man kommt auch mit dem Gewicht nicht so hoch, denn es wird euch immer ein paar Kilo kosten. Wollt ihr also möglichst gut curlen, dann benutzen die meisten ja auch SZ-Curls. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie ihr erstmal rausfindet, was eure natürliche Handgelenkstellung ist. Und das ist ein toller Trick, den man sich von anderen Sportarten abgucken kann, wie hier Sport Billard. Jetzt werdet ihr denken, was hat das denn mit Billard zu tun? Gott, wir werden mal diesen armen Kanal, mein Gott, wir werden diesen Kanal mal schön deabonnieren und dann nie wieder schauen. Für diejenigen, die doch dabei bleiben, beim Billard lernt man, wenn man das professionell angeht und mal in eine Billardschule geht, als erstes, wie man seinen Körper im Verhältnis zum Billardtisch und zum Köl bringen muss. Denn dadurch kommen sehr viele Fehlschläge zustande. Heißt also, ich nehme jetzt mal etwas, was ich mir hier rausgesucht habe. Das hier ist sowas wie der Kö. Wenn ich geradeaus stehe und so wie jeder Anfänger versuche, das zu machen, egal wie ich es mache, dann wird er immer ein wenig verziehen. Denn wenn ich meinen Arm jetzt nach vorne bewege, dann ist das nicht das nach vorne, was es für meinen Körper geht. Das finden wir heraus, indem wir mal in einer neutralen Stellung, wenn es ausbalanciert ist, einfach stehen bleiben und gucken, wo sich unser Handgelenk hinbewegt. Ich drehe es jetzt erstmal nach außen geradeaus. Jetzt lasse ich alles locker. Was ihr seht, es dreht sich nach innen. Es pendelt sich ein. Wenn ich jetzt locker stehe, dann ist das exakt die Richtung, in die meine Hand ganz natürlich, wenn ich auch ganz natürlich entlang gehe oder stehe, zeigt. Das sehen wir am besten, indem ihr einen leichten Stock nehmt. Das ist jetzt schon fast schon ein bisschen zu schwer. Einen leichten Stock und dann einfach locker stehen bleibt, euch auf nichts konzentriert und ihr seht, das ist meine Richtung. Bei manch einem mag das so sein, bei anderen ist es wiederum mehr geradeaus. Und das, was man beim Billard jetzt lernt, um zumindest diese Anekdote zu Ende zu bringen, ist, wenn ich geradeaus schlagen möchte, genau dahin, auf euch zu, dann stelle ich mich und richte meinen Körper jetzt genauso aus um meinen Arm, dass ich in dieser natürlichen Stellung bin und dann verzieht er auch weder nach rechts noch nach links. Würde ich das jetzt mal im Extrem so machen, dann seht ihr, ich mache jetzt schon hier so einen Bogen. Ich verziehe. Da kann ich nicht geradeaus schlagen. Und das nutzen wir jetzt fürs Bodybuilding. Wir sind ja smart. Also, schaut einfach mal rein aus Neugier, wie eure Handgelenke ausgerichtet sind.
Alleine schon hier. Ihr seht, mein linkes ist ein wenig spitzer der Winkel als mein rechtes, wenn ich beide normal lasse. Das ist jetzt eure ganz normale Handstellung. Diese ändert sich natürlich, umso weiter ihr auch wieder den Arm anwinkelt. Aber wenn ihr jetzt schon merkt, das hier ist eure natürliche Stellung, dann lernen wir daraus schon. Angenommen, ihr würdet etwas hochheben. Wenn ihr das jetzt so packt und hochhebt oder hier hochhebt, beim Rudern das so hochhebt, dann habt ihr bereits schon eine Übersetzung und eine Verdrehung im Handgelenk. Und das ist nicht gut. Das wird euch irgendwann in 5 Jahren zu Schaden kommen, in 10, bei manchen aber auch schon nach ein paar Monaten und ein paar Trainingseinheiten. Und dann wundert man sich und denkt, man wäre besonders empfindlich, muss wieder mit dem Training aufhören, Regeneration, bla bla bla. Brauchen wir alles nicht. Und deswegen haltet euch mal in diesem natürlichen Rahmen auf. Wenn ihr wisst, dass euer Handgelenk das in der natürlichen Stellung habt, dann versucht ihr auch genau Zugbewegungen zu machen, indem ihr einen Griff haben könnt, der so ist, dass er sich an euer Handgelenk anpasst. Kurzhanteln wären dafür natürlich ideal. Umso schwächer euer Handgelenk ist, wie bei mir, wow, umso eher müsst ihr dann auf Übungen zurückgreifen, wo ihr die individuell anpassen könnt. Das gleiche gilt für alle anderen Übungen, Bizeps Curls. Wenn ihr die Bizeps Curls so macht, dass ihr die Handgelenkstellung nicht in eine unnatürliche Position bringt, umso besser und umso mehr Gewicht könnt ihr bewegen. Wenn ihr das Ganze mit einer Langhantel macht, dann ist es unnatürlich. Geht ihr weiter nach außen, dann ist es unnatürlich. Und das Unnatürliche wird zu weniger Kraft führen und zu mehr Verletzungsrisiko und Verschleiß des Handgelenks. Probiert es einfach mal aus und habt das zumindest immer im Hinterkopf und versucht das bei allen Griffvarianten, die es da draußen gibt, gerade wenn ihr viel Gewicht benutzt, bei Griffvarianten für den Rücken, aber auch für Bizeps Curls und so weiter, mit einzuberechnen. Und euch wird es irgendwann besser gehen. Das zu einem kleinen Tipp, den ihr sicherlich so noch nicht irgendwo gehört habt. Wenn euch das also gefallen hat, lasst es mich wissen in die Kommentare, wenn noch Fragen irgendwo dazu sind. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal, damit es auch wirklich so ist und ihr daran erinnert werdet. Bis bald, euer Gotti.